Tag 8. Und damit herzlich willkommen zurück bei This War of Man. Wir haben die Nacht wieder gute Beute gemacht und wurden ausgeplündert. Na super. Jemand ist in der Nacht gekommen, um unsere Sachen gewaltsam mitzunehmen. Da bin ich mal gespannt. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Die Angreifer waren sehr aggressiv, aber sie haben nur geringfügigen Schaden angerichtet. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Beide haben das Brecheisen gehabt. Katja wurde verletzt. Scheiße. Aber die Angreifer haben nichts gestohlen. Wir müssen mehr Leute als Wachen aufstellen. Ja, mehr als zwei geht nicht, Leute. Okay, wir haben Material gefunden und Katja wurde verletzt. Das ist übel. Okay, Katja. Hungrig, leicht krank, leicht verletzt. Ich glaube, ich spinne. Verdammte Axt. Wir verarzten sie und wir schicken sie sofort ins Bett. Ah, verdammt, 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 verdammt. Geh mal schlafen. Ja, leicht krank. Ich hoffe, wir brauchen dir keine Medizin geben. Pavel ist müde. Den schicken wir auch ins Bett. Natürlich sind alle müde, klar. Bruno ist auch müde. Aber den lasse ich jetzt mal wach, weil er der Koch ist. Er muss kochen. Und wir bauen einen weiteren Filter, würde ich sagen. Um gleich wieder Wasser zu produzieren. Ich will kurz mal schauen, was wir haben. Wo steht denn eigentlich unser Wasser? Ach, da. Ach, wir haben 17 Wasser. Ach, was mache ich denn hier? 17 Wasser, ist doch in Ordnung. Wir müssen uns mal überlegen, dass wir nochmal zur Kirche zurückkehren. Denn die hatten Essen. Wir brauchen in der nächsten Nacht auf jeden Fall wieder Essen. Und vielleicht sollten wir da mit Katja dann nochmal zurückkehren. Wir haben kein Sägeblatt. Ich glaube, das können wir aber auch nicht herstellen. Dafür müssen wir erstmal aufwerten unsere Werkbank, glaube ich. So, den hat er hergestellt. Wir gucken mal eben, ob wir ein Sägeblatt herstellen können. Können wir nicht. Können wir aufwerten. Können wir nicht. Uns fehlen Teile. 5 Stück. Wir brauchen wieder Teile. Eieieiei. Scheibenhonig. Da war, glaube ich, nur noch Holz, was wir zurückgelassen haben in der Kirche. Na gut. Dann gehen wir nach oben und machen mal ein bisschen Wasser, wie auch immer. Water. So. Wäre schön, wenn das irgendwie automatisch laufen würde, finde ich. Dass man immer Wasser sammeln kann und nicht das immer so vorbereiten muss. Wasser kann man immer sammeln, wenn es regnet, finde ich. Aber gut. Das ist halt das Gameplay. Und dann würde ich sagen, dann kocht er gleich mal was. Okay, wir müssen uns wahrscheinlich besser bewaffnen. Wir brauchen bessere Waffen, würde ich sagen. So, wir brauchen natürlich erstmal wieder... Es ist jemand an der Tür. Okay, machen wir eben das Holz fertig. Können wir rauszoomen? Kann ich sehen, ob das der Händler ist? Nee, kann ich nicht sehen. Dann lauf mal hin. Schauen Sie sich an, was ich mitgebracht habe. Es ist der Händler. Okay. Katja, du musst aufstehen. Tut mir echt leid. Nützt alles nichts. Du musst handeln gehen. So. Was hat er denn so? Das ist Kräutermedizin. Wir haben an Medizin nur diese Medikamente. Wir haben selbstgezogenen Tabak. Weiß nicht, ob wir das brauchen. Ob ich Tabak produzieren will, beziehungsweise Zigaretten produzieren will, weiß ich nicht so genau. Der hat auf jeden Fall Teile. Wovon wir 5 brauchen und wir sollten welche auf Reserve nehmen. Ich weiß nicht, was wir dafür jetzt ausgeben müssen. Und wir nehmen nochmal eben 4 Holz dazu. Und gucken mal, was wir ihm dafür geben können. Okay. Elektronische Teile. Die werden wir selbst brauchen. Ich möchte natürlich irgendwann Alkohol herstellen, aber im Moment
Warte mal, ein wenig relativ sauberes Wasser. Ist das, wie wertvoll ist das denn? Sehr gewöhnlich. Das Zeug, nichts Besonderes. Okay. Nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Interessant, ja. Der würde gerne unser Dingens haben hier. Unser Brecheisen. Selbstgezogener Tabak. Den brauchen wir nicht. Dafür würde ich wahrscheinlich eher sogar eine komplette Zigarette mitnehmen. Verdammte Axt, wir haben nichts, was wir tauschen können, großartig. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ja, wir haben ja Katja. Lass mal den Tabak wieder wegnehmen. Ja, so machen wir es. Wobei, wir könnten natürlich das wäre eine Ration. Das Gemüse nehmen wir noch dazu. Und, Moment, was mache ich denn hier? Jetzt hätte ich beinahe unser ganzes Essen verkloppt hier. Ja, das ist ja nicht der Plan. Nee, ich wollte von ihm was zu essen haben. Verdammt. Hier, komm, die drei Rationen möchte ich gern haben. Gemüse hat er leider nicht. Das ist natürlich, ja, das ist alles nicht billig. Das ist das teure Zeug hier alles. Was kann ich dir dafür Gutes tun, mein Freund? Zwei Wasser. Vier Zucker. Vielleicht noch ein paar Kräuterchen. Oder den Tabak. Eieiei, das wird teuer, ne? Das ist teuer. Richtig teuer. Alter Schwede. Alter Schwede. Aber auf alles andere, vielleicht, wir können hier noch Zucker geben. Warte mal, ich ziehe nochmal eben ein paar Kräuter ab hier. Probieren wir es nochmal mit Zucker. Ja, das ist mir lieber, ehrlich gesagt. Und wenn wir jetzt noch so eine Dose nehmen würden hier. Das ist auch alle. Verdammt. Hey, es reicht erstmal, es reicht. Wir handeln. Alles klar. So, Katja, geh wieder ins Bettchen. Achso, Medizin hatte ich jetzt gar nicht mitgenommen. Blöd. Egal, dann kurier dich mal aus. Und Bruno wird schauen, dass wir hier dieses Ding aufwerten, damit wir ein Sägeblatt herstellen können. Herstellen. Ja, das dauert etwas. Na super. Ich weiß gar nicht, wie viele Stufen es da gibt überhaupt. Und ich hoffe, ich habe ja ein bisschen mehr Teile genommen. Ich hoffe, dass das, was wir jetzt reichte, haben, noch reichte, um eben auch ein Sägeblatt herstellen zu können. Falls es jetzt überhaupt schon geht. Das finden wir jetzt raus. Könnten wir, aber uns fehlt da Waffenteile für. Ich glaub's ja nicht. Wir brauchen Waffenteile für ein Sägeblatt. Scheiße. Gut, damit löst sich der Plan in Luft auf, dass wir in der nächsten Nacht nochmal zur Kirche zurückkehren. Ist denn jetzt da? Ja, der ist schon mal wach. Dann sollten wir Bruno mal in die... Achso, wir waren am Kochen. Fällt mir gerade ein. Verdammte Axt. Wir waren ja am Kochen. Hätten wir denn alles da? Womit habe ich das jetzt gerade hergestellt? Habe ich wieder nicht geguckt. Ich passe mal nicht auf. Mit Holz. Okay, das kann ich verantworten. So, dann koch mal eine Runde. Wir könnten natürlich jetzt zwei tatsächlich mit Gemüse herstellen. Ich bin ja überlegen, einfach mal auszuprobieren, einen Tag auszusetzen mit dem Kochen. Das machen wir mal. Das testen wir mal. Wir schicken Bruno ins Bett und mit Pavel... nein, das wollte ich gar nicht. Geh wieder ins Bett, du musst dich auskurieren, Mädel. Pavel.
Ja, was können wir jetzt noch machen? Ich glaube, wir sind schon wieder durch hier. Hier konnte man nichts mehr herstellen. Hier können wir zumindest noch einen Filter basteln. Machen wir auch, oder? Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt ein Wasser ansetze und dann den Tag beende, ob das Wasser am nächsten Tag dann fertig gemacht wird. Weiß ich nicht. Probieren wir aus. Wir testen es. Und so machen wir es dann nämlich auch. Wir stellen das her. So, und beenden den Tag. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, was wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall Material natürlich. Logisch, logisch. So, Katja. Das ist natürlich jetzt echt übel, ne? Die muss sich auskurieren. Definitiv. Da gibt es keine andere Option. Bruno wird Wache stehen. Und mit Pavel gehen wir natürlich plündern. Wohin? Ja, die Kirche macht jetzt nicht viel Sinn. Ich würde da gerne dann mit dem Sägeblatt nochmal zurück. Das Doppelhaus. Gefahr. Eine große Menge Materialien, etwas Waffen, eine Menge Teile. Das baufällige besetzte Haus. Ich tendiere dazu, dass wir dahin gehen. Okay, jetzt ist die Frage, brauchen wir... Das belegt natürlich auch immer einen Slot, das ist das Problem. So, vor dem Krieg wäre das eine Ruine gewesen. Jetzt sieht die halbe Stadt so aus. Okay, dann gehen wir mal los. Warte mal, können wir hier hoch zufällig? Es sieht so aus. Dann schauen wir doch mal. Ja, eine Menge Material natürlich. Wasser nehmen wir auf jeden Fall mit, auch wenn es nur eines. Erstmal alles einpacken. So, können wir jetzt hier wieder runter, oder? Wie läuft das tatsächlich? Wir hätten auch hier einfach durchgehen können, alles klar. Ja. Das sieht ziemlich gut aus. Ich glaube, die brauchen wir auch. Elektrische Teile sind total wichtig, glaube ich. Ja, und damit sind wir auch gleich voll, wie es aussieht. Wir haben wenig Holz, fällt mir gerade so ein, ne? Wir haben wenig Holz. Weshalb wir doch ein bisschen mehr Holz mitnehmen sollten. So. Hier geht's nach unten. Da könnten wir uns verstecken. Wow. Okay. Das ist, das lohnt sich, würde ich sagen. Wir sind voll, aber ich möchte mich trotzdem noch umschauen, auf jeden Fall. Da reingucken werde ich jetzt nicht. Aber ich möchte gucken, ob hier irgendwelche Haufen sind, die wir wegbuddeln müssten, könnten. Da geht eine Treppe nach oben. Die ist von der anderen Seite verriegelt. Okay. Was haben wir hier? Massenweise Teile. Da geht's weiter nach oben. Eieiei. Lauter Zeug. Hier ist eine Notiz oder etwas. Im Brief steht, liebste Mascha,
Ich habe bei den Obdachlosen Unterschlupf gefunden. Ich bin kein Lehrer oder Künstler mehr. Ich bin jetzt einer von ihnen. Es gibt nicht viel zu essen. Einige meiner Freunde haben uns deswegen bereits verlassen. Aber mach dir keine Sorgen. Sobald ich mit meinem Gemälde fertig bin, werde ich mir eine geeignetere Zuflucht suchen. Okay. Da ist noch eine Notiz. Ach du Schande. Guckt euch das mal an. Okay, das lohnt sich richtig. Hier gibt es wahrscheinlich aber nur nichts zu essen, ne? Das Bild ist wahrscheinlich vor kurzem gemalt worden. Reich aussehende Leute sitzen gemeinsam inmitten eines übersäten, zerstörten Gebäudes. Irgendeine Metapher, nehme ich an. Ja, das ist wahrscheinlich das Gemälde, wovon die Rede war. Wenn ich jetzt hier runtergehe, komme ich da auch wieder hoch? Ich weiß es gar nicht. Kann ich runter, ja? Ich bin so hungrig. Können Sie mir helfen? Ach du Kacke. Mit dem können wir handeln. Einer von uns wurde von einer Bombe in Stücke gerissen. Er stand zu nah an der Wand. Ich bitte Sie, mein Herr, können Sie mir etwas zu essen geben? Es tut mir echt leid, mein Freund, aber wir haben nichts dabei. Ich könnte jetzt Zucker geben. Ich habe nichts zu essen dabei. Tut mir echt leid. Und hier ist ein Spind, den man mit einem Dietrich öffnen könnte. Es ist demütigend, doch ich bin gezwungen. Was? Was? Wozu ist er gezwungen? Die erscheinen mir nicht so herzlos zu sein. Ne, bin ich auch nicht, eigentlich. Ja, aber beim nächsten Mal bringe ich dir was zu essen mit. Das verspreche ich dir. Das verspreche ich dir. Mache ich. Ein paar lose Bretter. Ich könnte sie mühelos entfernen. So, wollen wir das machen? Ohne Essen sterbe ich in ein paar Tagen. Also wir werden in der nächsten Nacht direkt nochmal zurückkehren und ihm was zu essen bringen. Ganz klare Sache. Also, sofern wir etwas zu essen übrig haben. Auf jeden Fall haben die hier massenweise Teile. Das ist ja irre. Hier ist ein Kühlschrank. Pass mal auf. Nee, doch nicht. Achso, hier kommen wir wieder raus, ne? Wenn ich das richtig sehe. Unten waren wir? Wo waren wir denn noch nicht? Hier kommen wir auch wieder raus. Oben waren wir noch nicht. Da können wir uns verstecken. Aber dazu besteht ja momentan auch gar kein Anlass. Ein Teddybär. Hier, das Wasser können wir noch mitnehmen. Ach hier, mit Zucker hätte ich die ganze Zeit schon mitnehmen können. Habe ich nicht drauf geachtet. Mann. Das ist verbarrikadiert und da ist... Ich glaube fast... dass die Person tot ist, die da in dem Sessel sitzt. Auch hier könnte man eine Säge gebrauchen. Alles klar. Wir verschwinden. Vorne hier. Jetzt habe ich natürlich Zucker wahrscheinlich, aber nützt ja jetzt nichts. Tag 9. Heute Nacht habe ich sehr gute Beute gemacht. Seht mal, was ich bekommen habe. Die Nacht war ruhig. Das ist schon mal sehr gut. Das ist praktisch. Und wir schauen mal, beziehungsweise, nee, wir schauen nicht. Na, guck mal doch, wir haben genug Essen da. Wir werden da in der nächsten Folge direkt nochmal zurückkehren zu dem und ihm was zu essen bringen. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Ciao, ciao.